Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zum letzten Spiel diese Woche. Jawohl, einmal noch online, auf geht's, let's have some fun together. Ja, gestern starkes Spiel, 5-2 definitiv verdient, würde ich sagen. Müssen wir mal schauen, dass wir das jetzt weiter hinkriegen. Aber ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass wir das deichseln sollten. Ja, im Endeffekt von den Punkten her, wenn die Punkte gleich bleiben zur letzten Woche, ist es relativ wurscht, was hier rauskommt. Entschuldigung. Aber trotzdem wollen wir einen Gegner gefunden. Villacher SV, den kennen wir schon. Den kennen wir schon. Den Villacher SV kennen wir schon. Schauen wir mal, was wir machen können gegen McDavid, Matthews und Co. Die Reihe kommt mir sehr bekannt vor irgendwie. Die ist so ziemlich dieselbe, wie bei uns auch steht. So, ab nach vorne. Die Österreicher starten gut. Ja, es sind 2 Minuten, sorry. Also, wenn ich frontal in den Gegner reinlaufe und ihn nur am Kopf treffe, was war das wieder für ein Pokecheck? Als ob ich die Scheibe genau zum Gegner steuere. Also es gibt Momente, da zweifle ich halt schon ein bisschen auch an der Logik des Games. Muss ich einfach mal so straight sagen. Ovechkin, Hedman. Warte, Thomas Stroth, ist das der Streutz? Gegen Streutz, die haben wir noch nie gespielt. Weggeräumt, Seagrass. Dinger. Oettinger. Köpft ihn da weg. Steven Stamkos und Roman Josi. Super. Klasse Pass. Zieht da mal ordentlich was an, Seagrass 1-0! Schön gespielt. Oh, Crosby. Darlin. Ovechkin. Oh, gut verteidigt, Ekblad. Godro. Subban. Chick Run, da war eine Lücke. Connor Bedard. Oh, Subban. Und drinne.
Karlsen. Marienrinne. Müssen hinten raus. Moment, ein bisschen Probleme mit dem Bulli gewinnen hinten. Ist mir schon aufgefallen. Die letzten Spiele. Vor allem meistens, nachdem wir anfangs gut mit Bullies ins Spiel reinstarten und auf einmal geht dann nichts mehr. Bordeaux, Linden. Uah! Dinger. Oh, am Pfosten! Den Hammer dann doch über McKinn. McKinn mit Tempo. Nee. Auch das Tempo reicht nicht. Linden. Carlsen. Ah, Linden kommt da nochmal hin, reicht aber nicht. McDavid. Schön geklärt. Eben. Barkov und Verteidigungsreihe 1. Auf geht's, weiter geht's. Zweites Drittel. Gegner ist übrigens bekannter, einer aus der NHL Facebook-Gruppe. Hab ich geschrieben, ob er das ist. Gegner am Freitag. Dann sollte ich mich nicht blamieren, schreibt er mir gerade. Ja, bisher absolut nicht. Einen blöden Fehler gemacht und das war ausgerechnet das Tor. Fox, ab durch die Mitte. Fox nützt den Fehler. Oh, McDavid verpasst die Scheibe. Hintenrum. Fox. Ja, wundervoll. Liebe diese Pässe. Matthews, da war eine Lücke. Hitman Fox! Oh, schade! McKinnon. Oh, kriegt die Scheibe nicht weiter. Oh, 2 auf 0. Boah, Junge. Jossi. Jossi. Oh. Und das sind die Dinger, die nicht gut sind hinten. Kein Tor. Gut gemacht. Godrow war, glaube ich, derjenige, der sich da dazwischen wirft. Wieder Rinne. Und Johnny Hockey. Oh, Alter, jetzt spielt er mich komplett an die Wand. Also jetzt haben wir da wirklich ordentlich Probleme auch mit dem Spielaufbau. Jossi kann die Scheibe nicht halten. Subin kann sie halten. Subin mit Tempo. Ovechkin. Kopf. Ovechkin. Ovechkin, Seagrass. Auf ein zweites Nein. Ja, da haben wir Glück. Haben wir da ein Glück. Ordentlich hinten raus. Komme ich gar nicht klar mit dem Druck gerade, den er uns, auf uns aufbaut hier. Überhaupt nicht mein Spiel. Seagrass rutscht durch. Seagrass! Seagrass! Schade! Nochmal Seagrass! Und Oettinger hält fest.
2,02 Fangquote mittlerweile, Päckerinne. Fox ist geblockt. Panarin. Connor Bellard. Huberdeau. Das ist Wahnsinn. Huberdeau ist wie ein dritter Verteidiger auf dem Eis. Der ist wirklich... Den brauchen wir dringend. Linden. Oh! Huberdeau hinten rum. Und da kommt sofort einer vom Gegner. Linden. Oh, Alter. Schön. Huberdeau in den Konter hinein. Von Linden. Linden. Oh. McKinnon. Ich bleib mit David Linden. Das ist Wahnsinn, was der Junge spielt. Linden, McDavid 2-0. Wir haben ein paar Mal sehr schön bevorzugt. Zu unserem Spieler. McKinnon macht sofort zu. Oh, Makar, richtig schön gemacht. Druck hinten drauf. McKinnon kriegt einen Schläger dazwischen. McDavid sofort hinterher. Makar. Ne, das war nicht Makar. McKinnon war das. Josi. Ja, Matthews. Und wieder Josi. 40 Minuten rum. 2-0 für den HC California. McDavid. Schön gemacht. Linden. Ja, Linden hat davor schon schön rumgespielt. Und McDavid hat es halt jetzt richtig schön beendet. Gibt natürlich nochmal einen kleinen Energieboost. Stand 2-0 nach zwei Dritteln. Geht, glaube ich, in Ordnung. Auch wenn wir da ein paar Mal bevorzugt wurden. Aber da müssen wir jetzt leider drüber hinwegschauen. Tut mir leid. Mein Freund, tut mir leid. Ansonsten, ja, von der Zeit her sind wir schon deutlich mehr in der Offensive. Dinger. Jo. Er spielt es aber auch wirklich oft knapp da hinten raus, gell? Muss ich jetzt schon mal sagen. Stark verteidigt. Keine 2-Minuten-Strafe, wo wir uns reinschmeißen. Ist eigentlich das, wo wir sonst auch immer die 2-Minuten-Strafen herkriegen. Headman. Oh. Nee. Da war eine Kufe dazwischen. Das war die von McDavid. Austin Matthews. McDavid. Boah. McKinnon und jetzt gibt's die Strafe. Charging. Gegen Connor McDavid. Der hält man einfach komplett zerfetzt. Aber es ist wieder witzig. Wir hatten am Mittwoch diese Situation dreimal und es war dreimal keine Strafe und auf einmal ist es jetzt eine Strafe. Seagrass. Seagrass, jetzt klingelt's. Nein. Gut verteidigt. Stamkos. Schön außen rum. Stamkos.
gegen Hedman. Oh, schön abgelegt von Dreiseitel. Seagrass, Chikrin, Oettinger. Oh. Duchesne, ich habe Duchesne nicht gesehen. Keine Ahnung, wie ich Duchesne da nicht sehen konnte. Ach, läuft wieder keiner von meinen. Sind alle wieder müde. Huberto, oh nein! Stamkos war da frei, Mann. Ja. Das ist verständlich. Da stand jemand. Hätte hinkommen können. Und das Eis. Die zwei Icings, die es nicht gab. Hedman. Ja, funktioniert nicht. Und Hedman, wenn Hedman hinten fehlt, ist... Ah, zum Glück. Und es gibt jetzt wieder Icing. Keine Ahnung warum. Suben McKinnon. Suben an die Maske und weg damit. Und nochmal, selbes Spielchen. Suben. Alle guten Dinge sind drei. Oh. Matthews aus dem Nullwinkel, der darf nie reingehen. Aber das ist genau der Bug, den ich jedes Mal wieder sage. Dieser Nullwinkel-Bug darf nicht weiter existieren. Wie soll der die Scheibe da reinkriegen? Wie? Erklär mir das mal. Man eh nicht gewinnen. McDavid gegen McKinnon. McDavid hinter an die blaue Linie. Das ist Roman Josi mal mit einem Hammer. Josi? Nee. Nee, absolut nee. Ja, doch, kriegt doch nochmal die Chance. Ja, was macht Huber denn jetzt da draußen, Alter? Misslich. Super, Hedman, ja. Super Schuss. Hoppala. Glück, dass Hedman so groß ist. Siegers. Seagrass. Hat er Glück, dass er keine 2-Minuten-Strafe kriegt für die Aktion. Seagrass. Oh. Heftiger Check von hinten. Nein. Stamkos stand frei. Hedman kommt in letzter Sekunde noch vor. 34 Sekunden noch. Stand 3-0. Carlson nochmal abgeblockt. Suben und Hedman da in der Verteidigung machen das super. Kämpfen da richtig zusammen. Ovechkin raus da hinten. Barkov nimmt die Scheibe mit. Kriegt nochmal einen Check und das war's. 3-0. Starker Auftritt, vor allem defensiv, ganz, ganz stark. Und jetzt haben wir wieder unsere 1834 Punkte. Jetzt wissen wir ganz genau, wo das nächsten drei Spiele wieder hinläuft.
Ah, oh, freut mich. Matthews mit der Bude. Okay, Matthews mit zwei Buden? Bin mir gar nicht sicher. Ja, es war klasse gemacht hier. McKinnon kommt hin, McDavid direkt einen Konter rein. Dann kommt der Querpass. Ah, naja, es ist genau der Nullwinkel-Bug. Es ist genau der Nullwinkel-Bug. Ja, dass Matthews den noch macht, ja. Aber trotzdem, Seagrass. Den ersten Josi. Der ist so schön gespielt. Roman Josi zieht da richtig an. Zack, vorbei an Freund und Feind. Und legt ihn dann genau im richtigen Moment rüber. Und Trevor Seagrass ist da halt vollkommen alleine. Der ist so alleine. Der ist da so dermaßen alleine. Da hat Jake Oettinger keine Chance mehr. Ist so. So, 3-0. Freut mich. Versöhnlicher Abschluss. Versöhnlicher Abschluss. So, abschließen, ja. Und danke fürs Zuschauen, sagt Ciao mit V und wir sehen uns dann morgen wieder zur Eventfolge. Bis dahin, bleibt gesund, Tschüssikowski.